Paradebeispiel, ich habe da drin ja eine ganze Liste von Politikern, die zum Beispiel unser Schulsystem reformieren, indem sie sagen, überall Integration, überall Inklusion, überall Willkommensklassen. Mhm. Ich finde nur kein Politikerkind in diesen Klassen. Die Politiker, die ich auch benenne, schicken ihre Kinder nach England zu Privatschulen oder in ein katholisches Gymnasium, obwohl sie selbst nichts glauben. Das ist für mich Wasser predigen und Wein trinken. Bei solchen Sachen kommen ja immer gern dann so Klagen um die Ecke, die dann sagen, also Hane, das darfst du aber nicht schreiben, ich habe da eine ganz andere Meinung dazu. Ist denn das mit dem Buch auch schon passiert oder ist alles noch entspannt? Also es ist insofern entspannt, ich glaube, die Wahrheit, die da drin steht, ist so frappierend. Was will man denn dagegen sagen? Also ich erlebe jetzt, wenn ich mir Nachrichten angucke oder Zeitung lese, dass sich fast alles bestätigt, leider bestätigt. Mhm. Und was mich auch aufregt, ist, ich meine, der MDR war der erste Sender, der mal geschrieben hat, da war ein Flüchtlingspaar, das ist mir im Taxi für 800 €, werde ich nie vergessen, den Beitrag, 800 € von Leipzig nach Dresden und überall hin zu den Ämtern, das muss ich von meinen Steuern bezahlen, da habe ich mich schon drüber aufgeregt. Aber warum man nicht die Täter benennen kann, also bei der Messerstecherei, steht dann immer A oder B. Also früher stand der Vorname, aber der lässt sich dann auch schon mit Muhammad oder sowas identifizieren. Wie zum Beispiel Frau Kühners hat das, glaube ich, getan, die Ihnen sagen, passen Sie mal auf, das, was Sie da machen, ist komplette AfD-Politik. Ja, also Sie sind ja quasi das Sprachrohr der AfD mit dem, was Sie da von sich geben. Das ist ja das Allertollste. Also das habe ich ja zweimal erlebt mit der guten Frau Kühners. Die sagt das ja nicht so freundlich wie Sie, sondern knallt einem das entgegen. Da habe ich gesagt, Frau Kühners, könnte es nicht sein, dass mit diesem Flüchtlingsstrom auch Kriminelle kommen, auch Mörder, Terroristen und so weiter. Sie stellen ja Fragen wie die AfD. Und da kann ich sagen, wie hilflos ist unsere Politik, bis in die Spitzen unserer Regierung hinein, dass sie diese Polemik nötig hat, statt zu sagen, wir haben was falsch gemacht. Ich verstehe auch nie, warum Frau Merkel nicht sagt, das mit der Grenzöffnung war falsch. Du kannst doch keine Grenze öffnen. Ich hatte in meiner Sendung eine Polizistin, die hat geheult, weil sie von arabischen Jugendlichen angespuckt wird, weil sie eine uniformierte Frau ist. Darüber muss man doch reden. Aber das heißt, ich bin immer auf dem Weg zu Ihrem Kaffee. Ja, das ist schön. Gottes, wenn ich vergessen. Das heißt aber, um das nochmal klarzustellen, Sie sind kein Sympathisant der AfD. Sie sind jemand, der einfach sagt, passt mal auf, Leute. Das sind einfach Themen, die den Menschen auf den Nägeln brennen und lassen Sie uns darüber reden. Also alle die Sie in die Ecke der AfD setzen wollen oder gerne ja auch immer Pegida wird immer auch mal gerne mitgenannt. Ja, das ist genau ja montags so mit dabei. Da können wir klar sagen, Freunde, falsches Pferd. Das ist einfach jemand, der sagt, okay, das ist ein Zustand, den ich da beschreibe. Also ich war noch nie Mitglied einer Partei, weil ich gedacht habe, das passt auch zu meinem Genre als politischer Journalist nicht unbedingt. Und finde es nur entsetzlich, dass wenn man Selbstverständlichkeiten sagt, ich meine, ich schreibe das natürlich scharf und ist ja alles sehr kurz und manches ist auch sehr lustig zu lesen, wie also die Sprache verändert wird in der Kirche, wo ich nur noch singen kann, lobe die Ewke statt lobe den Herrn, ist ja alles so ein Blödsinn. Aber ich sage doch einfach nur, was eigentlich der gesunde Menschenverstand einem sagen müsste. Und wenn das heutzutage AfD und Pegida ist, dann ist es mit unserem Land weit gekommen, das Land der Dichter und Denker. Dann kann ich nur heulen, dass Wahrheit mit AfD gleichgesetzt wird. Ja, das finde ich ja lustig. Und deswegen verstehe ich auch die Menschen hier in den neuen Bundesländern, dass sie das, was sie erkämpft haben, 1989, an meinem Geburtstag, nicht aufgeben wollen. Und da kann ich nur sagen, Hut ab, lassen Sie sich ruhig als Dunkeldeutschland bezeichnen oder als Pack oder was auch immer. Es kann sein, dass Sie auf der besseren Seite sind. Und da frage ich unseren Berufsstand, wieso es keine Kritik gab, als die Grenzen vor 3 Jahren offen gingen. Warum es keinerlei Kritik gab. Ein Hans-Joachim Friedrichs würde sich im Grabe umdrehen. Auch mit einer guten Sache darf man sich nicht gemein machen. Wir müssen doch kritisch bleiben.